Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, ihr werdet auch von einer ganz besonderen Maschine träumen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 391. Gute-Nacht-Geschichte für Dienstagabend, den 21. September. Ja, und heute ist der offiziell letzte Sommertag. Morgen beginnt der kalendarische Herbst. So nennt sich das. Wollen wir auf eine Reise gehen? Habt ihr Lust dazu? Ich weiß, wer auch ganz große Lust hat, nämlich Thea. Das ist unsere Titelheldin heute. Bevor die Gute-Nacht-Geschichte kommt, lade ich euch ein zum Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen. Und sucht euch eine ganz bequeme Position. Ich bin mir sicher, dass ihr heute am Dienstagabend die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 391. Gute-Nacht-Geschichte für Dienstag, den 21. September 2021. Thea und die Reisemaschine. Thea ist ein ganz normales Mädchen. Sie liegt in ihrem Bett. Es ist Dienstagabend, es könnte sogar der heutige Dienstag sein. Den ganzen Tag über war Thea heute zu Hause. Heute ging Thea nicht in die Schule. Heute Morgen hatte sie schreckliche Halsschmerzen. Mama entschied, dass sie dann besser zu Hause bleibt. Die Halsschmerzen waren schon wieder fast vorbei und morgen geht Thea wieder in die Schule. »Gute Besserung, Thea«, haben ihre Klassenkameradinnen ihr gewünscht. Thea war den ganzen Tag zu Hause und sie machte sich Gedanken. Gedanken, wie man die Welt besser machen kann. Darüber hat sich Thea noch nie Gedanken gemacht. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. »Mama«, hat sie gefragt, »wie kann man die Welt denn besser machen?« »Das musst du dir schon selber überlegen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten«, sagte ihre Mama. »Und jeder fängt am besten bei sich an.« Thea überlegte. Sie dachte sich, dass es praktisch wäre, wenn es eine Reisemaschine gäbe. Dann brauchen Menschen nicht mehr in ein Flugzeug steigen, sondern sie denken an einen Ort und im nächsten Moment sind sie genau dort. Als Thea am Dienstagabend die Augen schließt, da denkt sie noch an ihre Reisemaschine. Und in ihren Gedanken, da gab es sie natürlich schon. Thea dachte ganz fest an das Wohnhaus von Tante Mathilde. Sie wohnt ganz am anderen Ende von Deutschland. Daher sieht Thea Tante Mathilde nicht so oft. Das ändert sich aber heute, denn Thea denkt ganz fest an das Haus von Tante Mathilde. Und wenn sie dran denkt, dann ist sie schon fast dort. Als sie das nächste Mal die Augen aufmacht, steht sie in der Küche und Tante Mathilde schaut sie mit großen Augen an. »Thea, wo kommst du denn her? Ich habe eine Reisemaschine entwickelt und deswegen kann ich dich jederzeit besuchen. Ich brauche nur einfach an dich denken und schon bin ich bei dir.« Thea freut sich, Tante Mathilde freut sich und beide können die große Überraschung kaum verarbeiten. Im nächsten Moment nämlich macht Thea die Augen wieder zu und schon war sie nicht mehr bei Tante Mathilde. Zwischenzeitlich hat sie an Onkel Adalbert gedacht. Onkel Adalbert ist der Schwippschwager des Cousins vom König von England und er lebt auf einem fürstlichen Schloss in England. Und als Thea das nächste Mal die Augen öffnet, war sie tatsächlich im Schloss von Onkel Adalbert. Sie hatte an die Schatzkammer gedacht und tatsächlich, als sie die Augen wieder öffnete, stand sie in der Schatzkammer des Schlosses. Umgeben von großen Ritterrüstungen aus purem Gold.
kästenweise Münzen, die ebenfalls von bester Qualität waren. Die Schatzkammer hat sie noch nie von innen gesehen. Obwohl Onkel Adalbert ihr Lieblingsonkel ist, ließ er sie noch nie rein. Nur durch eine dicke Scheibe durfte sie bisher in diese Schatzkammer schauen. Doch das änderte sich mit der Reisemaschine von Thea. Im nächsten Augenblick hat Thea aber die Augen wieder geschlossen. Sie war nicht mehr bei Onkel Adalbert in der Schatzkammer. Sie war in der Schule. Wie kann das denn sein? Ganz einfach. Thea hatte in dem Moment, als sie den Schatz gesehen hatte, sich die Frage gestellt, ob sie überhaupt jemals wieder zur Schule gehen muss, wenn in ihrer Familie so viel Reichtum herrscht. Und als sie an die Schule gedacht hat, war sie natürlich schon dort, denn das ist ja das Prinzip der Reisemaschine. Man ist immer dort, an dem Platz, an dem man gerade denkt. Thea war ganz schön müde vom Rumreisen mit ihrer Reisemaschine. Sie entschloss sich, beim nächsten Mal ganz schnell an ihr Bett zu denken. Und als sie das nächste Mal die Augen öffnete, da schloss sie sie ganz schnell wieder. Denn Thea war am schönsten und kuscheligsten Platz, den sie sich jetzt vorstellen konnte. Zu Hause in ihrem Bett. Thea weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net.